Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Hogwarts Legacy. Nachdem es in der letzten Folge mit den Rennen nicht ganz so gut gelaufen ist, werde ich mir hier mal die Quests in Irondale zu Gemüte führen. Das muss zu etwas Großem führen. Ja, und hoffe, dass die dann zu etwas Großem führen. Hallo, Althea Twiddle. Verzeihung, Madam. Haben Sie gerade etwas gesagt? Ja, in der Tat. Ich spreche wieder mit mir selbst. Seit mein Mann verstorben ist, bin ich eine sehr interessante Gesprächspartnerin. Madame Althea Twiddle freut mich sehr. Schön, Sie kennenzulernen, Madame Twiddle. Wissen Sie, das könnte Sie interessieren. Die Jugend liebt doch diese Art von Dingen. Mein Mann hat häufig über die mysteriöse Statue vor unserem Dorf nachgegrübelt. Er behauptete, es handle sich um eine Art altes Rätsel mit Vasen. Ich bin heute darüber gestolpert, als ich meinen Morgenspaziergang etwas länger als sonst ausgedehnt habe. Liebe ein gutes Rätsel. Ja, manchmal. Ein uraltes Rätsel? Klingt faszinierend. Sehen Sie? Ich ahnte, dass Sie das interessieren würde. Und warten Sie nur, bis ich Ihnen von den Gerüchten dazu erzähle. Mein Mann Grabble meinte, das Lösen des Rätsels würde eine Art magische Herausforderung enthüllen. Der Mann war von allem fasziniert. Er wollte gerade versuchen, es selbst zu lösen, also... Vielleicht könnten Sie einen Blick darauf werfen. Mich würde interessieren, was Sie womöglich herausfinden. Ja, wo ist die Statue? Wo finde ich die Statue? Es ist nicht weit von Irondale, unten am Ufer bei den alten Ruinen. Nicht zu verfehlen. Gut, dann werde ich mal sehen, was ich tun kann. Ich werde einen Blick drauf werfen. Ah, der Geist der Jugend. Ich hoffe, Sie können das Rätsel lösen. Wenn nicht für mich, dann in Gravels Gedenken. Na doch, für dich in Gravels Gedenken. Ich kannte deinen Mann ja nicht. Ich sollte nach der Statue sehen, die Madame Twiddle erwähnt hat. Auf jeden Fall. Unterwegs gibt es noch eine Quest. Beziehungsweise, ach ja, hier. Irgendeine Lieferung machen wahrscheinlich. Das können wir aber später noch. Aber in jedem Fall hole ich mir zwischendurch hier alle Hütten. Hallo, Homora. Mit. Jetzt auch noch ein Merlins Rätsel, aber wie gesagt, wenn ich da nicht noch welche machen muss oder mich mal die Laune übermannen sollte, ist mit Merlins Rätseln für mich erstmal Plus. Revelio. So, ein Kistchen und ein Säckchen. Zauberpuppen. Aha. Kann ich die vielleicht im Raum der Wünsche dann aufstellen? Ist das hell? Ich bleib lieber drin. Lichtscheues Gesindel. Revelio. Das könnte sein. Nee. Das Rätsel von Merlin ist hier nicht gemeint. Obwohl das wieder so eins zu sein scheint. Habe ich das nicht schon gelöst? Ist das nicht das? Also das ist auf jeden Fall das mit den Feuerschalen. Confringo! Eine Feuerschale. Das ist ein ähnliches Rätsel, aber nicht ganz das gleiche. Okay. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. So, eine Schale. Könnte ich die denn machen? Ja, wenn ich wüsste, wo die drei Schalen sind. Boah, das ist aber alles ganz schön weit auseinander. Und für gewöhnlich sind es drei Schalen, wenn mich nicht alles täuscht. Da ich jetzt gerade nicht weiß, wo die dritte steht. Nee. Hab's jetzt keine Lust. Sieht recht dunkel aus.
Aber das hat mich noch nie aufgehalten. Wie sieht's aus? Was denn hier? Kerzen? Revelio. Muss da hinten hummeln? Hummel, Hummel. Oft ich jetzt schon bei anderen Spielen versucht habe, Revelio zu machen, könnt ihr euch kaum ausmalen. Da gewöhnt man sich dran, ständig R zu drücken. Okay. 20 Vasen. Ach, das ist so ein Ding, wo man 20 Vasen kaputt machen muss, oder was? Das habe ich doch schon mal an irgendeiner anderen Stelle gesehen. Das ist die Statue, die Madame Twiddle erwähnt hat. Nur nicht zu Ende gebracht. Warum sind hier nur so viele Vasen? Das ist eine gute Frage. Revelio. Ich sollte versuchen, alle Vasen zu finden. Sind denn alle nötig? Revelio. Nicht, dass ich da irgendwelche Wesen damit freilasse. Revelio. Confringo. Okay. Die Bewucherung können wir nicht abbrennen. Revelio. So, die Hälfte ist geschafft. Ich glaube, es sind nicht mehr viele Vasen. Nö, netterweise wird mir ja schon angezeigt, wie viele es insgesamt sind. Revelio. So, jetzt sind es noch zwei. Ist wahrscheinlich irgendeine Kammer drunter, oder? Revelio. Ich habe es gleich geschafft. Nur noch eine Vase. Das war's. Ich sollte jetzt Madame Twiddle davon erzählen. Warum sollte ich denn Madame Twiddle davon erzählen? Das ist die Kampfarena der dunklen Künste hier, oder was? Oder was ist das hier? Das will ich jetzt natürlich noch wissen, was das ist. Also es wird schon eine Kampfarena sein. Aber wohl dann nicht die der dunklen Künste. Komm, wir gehen da mal rein. Aha. Kampfarena der Südküste, okay. Welle 1. Bombarda. Stufe.
Avada! Das Welle abgeschlossen. London gespürt. Ja, so, Welle 2. Straßenkreuzer, okay. Protego! Okay. Magst du Schmerzen? Komm, Bade! Jetzt wird's aber wild hier. Zu viel. Acht Beine sind einfach zu viel, genau. Können wir mal die ganzen Tränke ausprobieren. Ach, letzte Welle. Ein lästiger Mensch weniger. Unglaublich schwach. Wenig Bein.
können wir noch nehmen. Oh, Jesus. Protego! Das Leid! Bombarde! Warum bist du weggerannt? Ja, ich will ja wegrennen. Um deine Fehler einzusehen. Sieg! Boah! Jetzt habe ich aber erstmal wieder genug Action. Keine neue Herausforderung. So, und zurück zu Madame Twiddle und ein bisschen flexen. Arena des Hochlandes hieß das Ding, ne? Revelio. Nicht schlecht. Meine erste Arena, zumindest im Spiel, die ich bisher besucht habe. So, mit Madame Twiddle reden wir natürlich noch. Das ist ja ein tolles Geheimnis, eine Kampfarena. Dass das hier in der Gegend noch keinem aufgefallen ist. Mysteriös und beunruhigend. Was denn? Was soll ich tun? Das weißt du doch. Zurück zum Dorf. Zurück zu Frau Twiddle. Und dann der nächsten Quest widmen. Na, ach, da ist sie. Hallo, schön Sie zu sehen. Madame Twiddle, Ihr Mann hatte recht. Die Statue war Teil eines Rätsels. Oh, wirklich? Wie aufregend. Ja, ich musste mehrere große Vasen zerstören, was wohl eine Art dunklen Zauber an der Statue aktiviert hat. Gut gemacht. Oh, es fehlt mir, jemanden wie Sie um mich zu haben, mit Wissensdurst und Scharfsinn. Meine Neugierde wurde gestillt. Ich danke Ihnen. Und wer weiß, was mir bei meinem nächsten Ausflug begegnen wird. Oh, mein Mann würde sich sehr freuen, wenn er wüsste, dass er recht hatte. Das Vasenmanöver abgeschlossen. An so einer Stelle frage ich mich dann allerdings, warum wir der Guten nicht noch mehr erzählen über unsere Abenteuer in der Kampfarena zum Beispiel. Aber gut. Sei es, wie es ist. Ich sehe, hier gibt es noch eine Handbuchseite, die ich mir gerade noch holen. Das sollte ich untersuchen. Die muss ja hier irgendwo sein, jawohl.
Juwelenbrosche. Diese wunderschöne Brosche stellt einen magischen Vogel dar. Welche Vogelart genau ist unklar, aber manche glauben, es handelt sich um einen der Vögel der mittelalterlichen irischen Druiden-Kliodner, die die Kranken in den Schlaf sangen. Oder ein Spotttölpel, wer weiß. Zischende Wispies. Auch wenn man Lumos kennt, kann man sich noch verirren. Ja. Ich kann mich stets darauf verlassen, dass mein Patronus mich beschützt. Lumos, Patronus. Patronus? Ob wir in dem Spiel auch irgendwann nochmal ein Patronus wirken? Okay. Wie dem auch sei. Wenn es euch bisher gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und ich würde mich auch über jedwegen Kommentar freuen. Und wir questen dann weiter in Irondale in der nächsten Folge. Und bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.